Erstmal speichern. Immer gut. Bling. Nee, nee, das hebe ich mir. Wenn man es eigentlich erfahren würde, wenn man den Boss hätte, gehe ich da drauf ein. Air Force One, the First Lady returns to the Mile High Club. Mr. Touchdown, your UAA registration is complete. As of today, you are officially the fifth ranked assassin in the United States. Nice work. You are on the fast track to the top. Keep it up, and good luck. Vierhunderttausend. Wie viel haben wir denn jetzt? Wahrscheinlich schon ein bisschen was, oder? Ich weiß es nicht. Hallo, Carter. Ja, hi. Dauernd mit der virtuellen Katze spielen, aber die echten Katzen vernachlässigen. Typisch. Ein neuer Nebenjob ist verfügbar. Na dann. Jetzt müssen wir eh wieder alles abklappern. Mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt für uns. Aber ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, das ist wirklich leider so, dass am Anfang neuer Content, neue Möglichkeiten aufploppen wie sonst noch was. Und dann wird es wenig leider. Dann wird es dünn. Aber wenigstens gibt es ein neues Video. Come back again. Come back anytime. Heißt das, wenn man ein guter Händler ist. Oh ja, Resident Evil 8, natürlich, darauf bin ich sehr gespannt und freue mich auch drauf. Das habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Das ist irgendwie so weit weg. Aber dabei kommt schon nächstes Jahr eigentlich. Also so weit ist es gar nicht mehr weg. Nur gefühlt ist es noch eine Ewigkeit. Aber gut, es kann auch noch bis zu einem Jahr dauern, bis es dann tatsächlich kommt. Kann man da reingehen? Nee, das ist nur komisch beleuchtet. Oh, da sind überall lauter so Köpfe drin. Guckt euch das an. Warum? Oh mein Gott. Werden die hier geerntet? Wachsen die hier oder so? Oder werden die von irgendwo hierher gebracht? Hey, don't lay a single finger on anything. The new model? Yeah, es ist komplett das neue Modell. Schau dir nur mal schön, oder? Schau dir nur mal seine Form an. Nur ich kann so etwas Schönes machen. Hey, das Tsubaki MK2. Das hat einen ordentlichen Preis, den wir uns gerade so noch leisten können. Also sogar ganz gut leisten können, aber holy moly, jetzt sind wir relativ pleite. Neue Teile gibt's nicht. You otaku. Na schön, dann schauen wir nochmal in die Muckibude und dann zum Arbeitsamt. Hab schon lange kein Dragon Ball mehr gefunden. Guck die ganze Zeit auf die Karte, aber ich fahre auch immer die gleichen Wege. Ich hoffe, eine Mission führt mich mal wieder woanders hin. Ja, das. Hey,
Oh, was haben wir denn da? Was Neues? Extend your Beam Katana Combo Attack. Jawohl. Sehr schön. Okay, und los. Ha! Ha! Bin ich durcheinander gekommen. Cool. Mehr Combo, längere Combos. Dann machen wir die beiden Trainingseinlagen noch. Oh Gott. Oh, hätte ich da gern einen Turbo-Knopf dafür. Ich mach keinen Scherz, das ist voll anstrengend. Ich kann's nicht mehr. Mein Daumen ist zu müde. Okay, ganz cool. Wir haben genug Zeit. Ich muss nur... Nee, so schaffe ich's nicht. So bin ich zu langsam. Oh Mann, ey. Komm, schnell jetzt. Los! Ich krieg's echt nicht mehr hin. Okay, das schaffen wir. Kein Problem. Oh. Puh. So, genug trainiert für heute. Diesmal sind wir ziemlich pleite durch das neue Katana. Wir müssen jetzt echt viel Nebenjobs und Auftragskills machen und sowas. Kann jetzt ein bisschen dauern. Na, aber schauen wir mal. Jetzt kriegen wir auch schon ziemlich viel Kohle dafür, hoffentlich. Wahrscheinlich, eventuell. Möglich. Das war gut. Moment, ich fahre in die falsche Richtung. Ich versuche nur gerade wegen den Dragon Balls ein paar andere Wege mal zu fahren und ein bisschen von meinem herkömmlichen Wegen abzuweichen, aber hier sind auch trotzdem keine. Hier ist schon der Strand. Hm. Naja, werden wir schon noch finden. Schauen wir mal, was es Neues gibt. Neues Minispiel, neues Glück, neues Geld. Herr Krusner, I have not mastered secret of first class yet. Graffiti sauber machen. Okay, Graffitis löschen 2000 pro Graffiti. Man muss aber schon einige Graffitis entfernen, dass sich das lohnt. Schauen wir mal. Das Müllsammeln war, glaube ich, bisher so ziemlich das Beste, ne? Vom Verdienst her. Wäre schön, wenn da so ein Rekord angezeigt werden würde. Na, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Das sollte ich öfter machen. Ich glaube, das Springen erfüllt in dem Spiel absolut keinen Zweck. Ich wüsste nicht, wo und wann. Es ist einfach nur zum Spaß. Und meistens tut man sich nur weh damit. Aber es ist lustig. Okay, ich gehe den Rest zu Fuß. Ist okay, Moped.
Wie kommst du nicht durch so leicht? Nicht mit mir als Fahrer zumindest. So, die unausgesprochenen Regeln von Santa Destroy verändern sich nie. Der Kampf wird so lange toben, bis die Graffitis entfernt sind. Aus der Stadt der Freiheit und der Gesetzlosigkeit. Die Ewigkeit ist gleich ums Eck. Deine harte Arbeit wird diese Stadt verändern. Die Zukunft von Santa Destroy ist eine Stadt ohne Graffiti. Harte Arbeit wird dich nie verraten. Harte Arbeit wird die Zukunft verändern. Töte den Gott der Graffiti. Arbeite hart. Hartere Arbeit. Arbeite hart und so hart, wie du noch nie zuvor gearbeitet hast. Okay. Dein Fahrverhalten ist interessant. Ja. Das stimmt. Erase Graffitis. Okay, ich habe keine Ahnung wie, aber das kriegen wir schon hin. Ich weiß wirklich nicht wie. Ein Tutorial wäre gut gewesen. Ah, warte mal, das zählt nicht. Seid ihr bekloppt? Die lassen mich direkt vor einem riesen Graffiti starten, aber das ist kein echtes Graffiti. Der Soundeffekt ist toll. Der Soundeffekt ist super, wenn man das Graffiti löscht. Ach, das Spiel ist so toll. Der Humor ist einfach... Der spricht mich an. Ich würde nur gern schneller laufen können. Aber es geht, glaube ich, wirklich nicht. Mensch, da schaffen aber nicht viele Wände. Ich glaube, der Job ist auch nicht besonders lukrativ irgendwie. Wenn ich nicht irgendwo ein riesen Graffiti-Nest finde oder so, dann kriegt man da nicht viel Geld auf die kurze Zeit. Aber dafür schalten wir wieder neue Assassinen-Jobs frei, die dann viel mehr einbringen. Trotzdem, das Müllsammeln hat wirklich viel gebracht. Mülleimer, ich hoffe, ich kann den jetzt auch öffnen. Das wäre gut, das würde ich schon schnell machen. Nein, leider nicht. Schade. Den finde ich nie wieder. Leb wohl, Mülleimer. Ah. Graffiti, wo bist du? Das ist wirklich kein guter Job. Ich werde mich beschweren. Ich will mehr Geld pro Graffiti. Das geht so nicht. Unverschämtheit. Na komm, 1, 2 vielleicht schaffen wir noch, oder? Nee, 2 wird knapp. Kriege ich echt nur 2000 oder habe ich mich vertan? Da geht die meiste Zeit durch Suchen verloren. Ja, durch Suchen und durch von A nach B laufen. Die sind schon weit voneinander entfernt. Ich hätte gehofft, dass das so irgendwie so bam, bam, bam geht. Schnell! Das schaffen wir noch. Yes. Gut, immerhin. Alle bis auf 2 geschafft. So viele gibt's auch gar nicht. Naja. Nur 16.000. Ist auch nur Silber dran gewesen. Bin wahrscheinlich nicht die optimale Route gelaufen, aber 16.000 ist wirklich wenig, Mensch. Gut, dann kriegen wir aber jetzt die guten Jobs. Schauen wir mal. Da ist wahrscheinlich was Besseres dabei.
Hoffe ich. Travis, welcome. Travis, welcome. Betting Killing Spree kann ich nicht gut. Kill as many as you can within the time limit. 5000 pro Kill, weiß man nicht. Kill only with Wrestle Inner machen wir mal einfach so viel töten wie möglich. Wir haben jetzt ein neues Schwert. Wir haben eine längere Combo. Wir können ganz viele neue Wrestling Moves. Da lässt sich bestimmt Geld verdienen. Hallo? Der hat mir die Vorfahrt genommen. Ich meine, ich bin auf der falschen Spur gefahren und so. Das stimmt technisch gesehen schon irgendwie. Aber ich habe immer Vorfahrt. Ich bin immer der Protagonist. Ah, in der U-Bahn mal wieder. Na dann. Kann man sich wenigstens nicht so leicht verlaufen. So bekloppt. 4 Laserschwerter auf einmal. Wunderschön. Das ist also die geheime Militärtechnologie. Werden einfach zermatscht. Pulverisiert. Na komm, hör auf mit der Combo, mach den hier. Hä? Ich drück die Taste. Wurscht. Schaffen wir schon noch. Lebt da noch einer? Ach so, das war's schon. Oh, das war kurz. Das waren nicht so viele Gegner. Gibt doch nicht so viel Geld, leider. Ich hätte gehofft, das sind mehr. 50.000 ist nett, aber da haben wir echt schon mehr verdient, ne? Für die eine Töte 100 Gegner-Quest? Na, die war auch ein bisschen länger. Aber trotzdem, ich mache lieber längere Quests, für die ich mehr kriege, als dass ich 100 Mal zwischen Arbeitsamt und Job-Location hin und her fahren muss. Naja, gibt ja noch genug andere Jobs. Schauen wir mal, was wir noch so haben. What? What? Ich kann Palmen umfahren, ich kann Straßenlaternen umfahren, aber das Bushäuschen-Schild, das geht zu weit. Okay, von mir aus. Aha, ich hab's mir gedacht. Hier war ich nämlich noch nicht so oft. Und hier ist noch ein Dragon Ball irgendwo versteckt. 2 sogar. Awesome. Ich glaube, das reicht für den nächsten Dragon Ball Super Move. Da wollte ich eh schon lang wieder hin zum Dragon Ball Meister. Das machen wir. Ja, reicht schon. Das ist schon der nächste Move. Aber den anderen holen wir natürlich trotzdem. Weil dann fehlen, glaube ich, nur noch 6 insgesamt. Dann haben wir alle. Gleich kommt Nemesis und die Quest ist unvorhergesehen beendet. Ich glaube, Travis Touchdown wird es mit dem Nemesis aufnehmen. Ich meine, der hat immerhin Beam-Katana. Der zersäbelt den einfach. Cool. Cool. Na gut, fahren wir in die Kneipe.
waren wir in die Kneipe. In die Dragon Ball Kneipe. Ich schaue nur gerade, ob hier noch irgendwo Müllcontainer stehen. Weil es sieht so aus, als sollten hier Müllcontainer stehen, aber nö. Leider nicht. Schade. Müllcontainer sind eigentlich so ziemlich die besten Schatzkisten in dem Spiel. Was super zu der Stadt und zu der Figur und zu dem ganzen Setup passt irgendwie. Ich erkunde nur gerade ein bisschen die entlegenen Winkel hier auf der Suche nach Dragon Balls. Aber ich finde hier tatsächlich keine mehr. Oh, da ist ein kleiner Zaun. Oh je. Ich hoffe, ich kann überhaupt über den drüber. Aha, hier könnte die Sprungtaste tatsächlich nützlich sein. Ich glaube, über den kleinen Zaun könnten wir springen. Pff, nee, der Sprung ist nutzlos. Der Sprung ist immer nutzlos. Aber hier ist zum Glück eine Lücke. Bleiben wir auf dem Weg lieber. Ich will hier wieder raus. So wird das nix. Rückwärtsgang ganz vorsichtig. Okay. Kennen wir schon. So, was wollen wir denn lernen? Was war das gleich nochmal? Jumping Down Attack. Ich kann mir nichts drunter vorstellen. Dash und Jumping Slash. Ich nehme mal den Jumping Slash. Wie gesagt, keine Ahnung. Und dann auch noch die Jumping Down Attack. Dann fehlt wirklich nur noch eine. Dann gibt es nur noch sechs Dragon Balls irgendwo in der Stadt. Keep practicing. Die werden wir nie alle finden, befürchte ich. Aber ich versuch's. Ah ja, genau, wartet mal. Da wollte ich lang. Wir brauchen noch so viel Geld. Hallo, Travis. Hallo. Versuchen wir mal... Ach so, warte mal, ich habe den da gemacht. Ach so, das ist der mit dem Betting. Da bin ich nicht gut drin, das wird nix. Aber versuchen wir das von mir aus mal mit den Wrestling Moves. Warum nicht? Au, 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 au. Die Brille tut nach einer Zeit echt ein bisschen weh unter den Kopfhörern. Ich muss sie mal ein bisschen höher tragen, die Bügel über den Kopfhörern.
Perfekt geparkt. Dragon Boys, danke fürs Subscriben. Ach so, warte mal, das war auf YouTube. Das wird mir hier auch angezeigt. What? Trotzdem danke. Falls du das sehen solltest. Irgendwann. Mission starten. Nur mit Wrestling-Moves, ne? Okay, muss ich dran denken. Ja, wenn sich der nicht betäuben lässt, was soll ich denn machen? Finde ich echt blöd irgendwie. Das Problem hatten wir schon mal. Entweder mache ich was falsch oder... Die sind echt gemein. Ich gehe mal zu anderen. Ich habe das Gefühl, manche haben eine Riesentoleranz. Oder es ist nur Glück oder Zufall. Bin mir nicht sicher. Jetzt mach halt! Nein, das ist so gemein, ey. Okay, das wird auch nicht sehr gut, merke ich schon. Vielleicht muss ich den hier wirklich ausweichen, gemeinerweise. Damit es wirklich zuverlässig funktioniert. Na komm, greif mal an. Versuchen wir es mal so. Das ist doch gemein. Ich kann ihm nicht ausweichen, wer nicht angreift. Ich kann ihn nicht K.O. schlagen, weil er keine Sternchen sieht aus irgendeinem Grund. Ach, du gehst mir auf die Nerven. Da sind noch ein paar andere. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Das ist eine doofe Mission. Die mag ich nicht. Ja, bei dem hat es wieder funktioniert jetzt. Bleib halt stehen. Ich weiß nicht, ob ich... Mache ich was falsch? Oder ist das irgendwie ein bisschen komisch? Wer weiß, machen wir nicht nochmal. Das bringt ja gar nichts. Ich meine, eigentlich wird es pro Kill echt was geben, aber ich krieg's nicht hin. Hm, naja, wurscht. Kleinvieh macht auch Mist. Ich glaube, da wir jetzt, glaube ich, relativ nah am Arbeitsamt sind, ich bin nur in die falsche Straße gefahren, mache ich mal das Müll-Minispiel nochmal. Wenn ich mich recht erinnere, bringt das nämlich relativ viel.